sind ja seit Lissabon in der Mitverantwortung, auch für europäisches Recht und auch für die Bioverordnung. Und Herr Minister, gestatten Sie mir das Wort. So eine Rede hätte ich mir mal bei der Eröffnung einer grünen Woche gewünscht. Leider. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie sagen, die biologische Landwirtschaft ist in den vielen Problemen, die wir haben, global eine Antwort und eine Lösung, die wir anbieten können. Und wir müssen sie fördern, die biologische Landwirtschaft. Ich finde, diese Ideologie, diese Exportideologie dieser europäischen Agrarpolitik, die muss ja nicht mal ein Ende haben. Wir haben eine Diskussion über Flüchtlinge, wir haben eine Diskussion über die Ursachen der Flucht. Und dazu gehört auch diese europäische Agrarpolitik mit ihren Dumpingpreisen, mit ihrer Zerstörung der Märkte im globalen Süden. Und deshalb können wir nicht so weitermachen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich selber bin Biobauer und ich habe in den 80er Jahren angefangen und ich habe damals schon gesagt, das ist, in den 80ern waren so diese Fundis mit den Wollsocken und so. Für mich war das damals schon eine globale Alternative und jetzt erst recht. Deshalb gehört Biolandbau für mich in die Mitte der Diskussion um eine neue Agrarpolitik. Und ich war jetzt auf einer Veranstaltung, da hieß es so vom Handel, ja, Bio ist ja wichtig, aber regional, das ist das Neue, was wir fördern müssen. Da kann ich immer nur sagen, der Felix Löbenstein hat mal so einen schönen Satz gesagt, ja, regional, da weiß ich wenigstens, wo die Chemie herkommt. Ja, das kann es nicht sein. Zur Regionalität gehört auch Bio. Und regional und Bio, das gehört zusammen. Das ist die Zukunft auch für diejenigen, die in der Vermarktung sind. Ich soll was zur Ökoverordnung sagen. Und ich habe mir dann gedacht, ich trage Ihnen jetzt mal kurz die 1499 Änderungsanträge des Parlaments vor. Und erkläre Ihnen dann mal, was wir besser machen wollen. Es geht wirklich darum, aus dieser schlechten Vorlage der Kommission eine Vorlage für die Branche zu machen, die Bio nicht in der Nische hält. Das, was die Kommission will, und das unterstelle ich jetzt einfach mal, ist Bio fein in der Nische, so ein exklusiver Markt, aber die anderen machen die Musik weiter. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Dann sage ich Ihnen auch noch mal eins, also diese Diskussion um die Grenzwerte für Pestizide im Biobereich. Wir haben in Deutschland letztes Jahr 100.000 Tonnen an Pestiziden verkauft. Wir haben global 304.000 Tonnen Glyphosat verkauft. Und der Biobranche drückt man jetzt eine Diskussion auf über Grenzwerte, über Chemiefreiheit. Das ist absurd. Wenn Sie konsequent für Bio arbeiten wollen, dann müssen Sie auch die Chemiediskussion führen. Wir müssen die Chemiebelastung nicht nur in der Ökolandwirtschaft diskutieren, wir müssen den konventionellen Bereich auf eine Nullstrategie fahren. Der Biolandbau ist nicht perfekt, es ist nicht das hundertprozentig bessere Weltbild, was wir haben, aber gerade in Sachen Biodiversität, gerade in Sachen Schutz und Bewahrung der Umwelt hat biologische Landwirtschaft einfach die Antworten. Und es kann nicht sein, sage ich auch nochmal, hat bei unserer Tagung jemand gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir akzeptieren, dass alle Tiere, die den Namen Feld im Namen haben, zum Aussterben verurteilt sind. Feldhamster, Feldhasen. Das können wir nicht einfach hinnehmen. Dazu gehört dann eine andere Agrarpolitik. Und das müssen wir ins Zentrum der zukünftigen Diskussion stellen. Weil die holländische Ratspräsidentschaft hat ja gesagt, wir schaffen das und wir kriegen das jetzt geregelt, dass wir zum Ende Juli vielleicht ein neues Biorecht haben. Ich wünsche es mir auch und wir werden sehr intensiv daran arbeiten. Aber ich sage auch, wenn die Kommission nicht an vielen Punkten bereit ist, ihren sinnlosen Vorschlag zurückzuziehen und mit dem Rat und mit dem Parlament wirklich neue Wege zu gehen, dann bin ich nicht bereit, irgendwelche faulen Kompromisse abzuschließen, nur damit wir das Ding fertig kriegen. Wir müssen eine Verordnung haben, die 20 Jahre Bestand hat und nicht. Ich könnte es mir ja politisch wünschen, dass wir noch ein paar Jahre darüber reden, aber ich möchte eine Verordnung haben, die 20 Jahre Bestand hat und die mal nicht angefasst wird und wir in der Zeit sagen, in der Branche ruhig arbeiten können. Und wir vor allem, das ist für mich wichtig, weil ich jetzt erlebt habe bei den Diskussionen, dass wir eine europäische Harmonisierung hinbekommen. Wir haben ein Problem mit der Harmonisierung in Europa. Wir haben auch ein Problem mit den Importen. Das sind für mich die drängendsten Probleme und nicht eine Diskussion um Grenzwerte. Das ist eher eine Diskussion, die wir in eine andere Abteilung schieben müssen. Ich sage
und ich glaube, die Diskussion muss die Branche führen und der kann sich nicht ganz entziehen. Das wundert mich, dass in Deutschland die Diskussion nicht so richtig in Fahrt kommt, jedenfalls nicht bei den Bioverbänden. Das Europäische Parlament hat nämlich in seiner Weisheit einen Antrag von mir abgestimmt und zugestimmt, wo man sagt, wir diskutieren im Biobereich vielleicht auch mal über Bestandsgrenzen. Ist der Biobetrieb mit 300.000 Hühnern noch so richtig bio? Ist der Betrieb mit 3.000 Bioschweinen noch so richtig bio? Ich bin nicht derjenige, der sagt, ich habe da die endgültige Lösung. Aber wir müssen auch diskutieren, und das will ich auch in dieser Verordnung diskutieren, der Biolandbau darf sich nicht konventionalisieren. Er muss seine Eigenheit behalten und er muss seine eigenen Wege geben. Das ist für mich extrem wichtig. Aber lassen Sie mich auch noch einen Punkt sagen. Ich glaube, das gehört am Ende jeder Diskussion, die wir führen müssen. Und es ist auch im Interesse der Biobranche und aller, die da dranhängen. Heute hat Unternehmensgrün eine Studie vorgestellt und Felix war ja dabei. TTIP, Chance oder Bedrohung? Und lassen Sie mich das sagen. Wir, so alle wie wir hier sind aus der Biobranche, wir haben viel zu verlieren, wenn TTIP so kommt, wie es droht. Deshalb lassen Sie uns gemeinsam, das ist mein letzter Appell, gegen TTIP kämpfen, gegen diesen Liberalisierungswahn. Lassen Sie uns mit einem eigenständigen europäischen Weg kämpfen. Und dazu gehört in erster Linie und vor allem die Biolandwirtschaft. Vielen Dank.